Heute widmen wir uns eines der meistkonsumierten Getränke auf dieser Welt, und zwar Kaffee. Und viele Menschen brauchen einfach einen Kaffee, um wach zu werden, um produktiv zu sein, um einfach gut in den Start starten zu können und auch mit einer gewissen Grundmotivation, sage ich, oder mit einer guten Laune. Und viele brauchen schon eigentlich einen Kaffee, beziehungsweise können sich ein Leben ohne Kaffee gar nicht mehr vorstellen. Aber dabei ist es auch sehr wichtig, mal sich die Frage zu stellen, ob das auch wirklich gesund ist, den Kaffee zu trinken, und zwar auf mehreren Ebenen. Das heißt, ist er gut für meinen Körper, ist er gut für meine Psyche und ist dieser auch gut für die Natur, beziehungsweise der Anbau von Kaffee? Und genau diesen Fragen widmen wir uns in diesem Video. Dann widmen wir uns erstmal dem Kaffeeanbau. Im Jahr 2020 wurden ca. 11 Millionen Hektar Kaffee angebaut. Das entspricht ungefähr die Fläche, wie viel wir Wald in Deutschland zum Beispiel haben. Also eine Riesenfläche, was wir für ein Luxusgut zum Beispiel anbauen. Wird in tropischen Ländern angebaut, meistens an Äquatornähe zum Beispiel. Und Länder, die halt dazu zählen, mit am meisten Kaffee angebaut wird, ist zum Beispiel Brasilien, Kolumbien und auch Vietnam. In Brasilien zum Beispiel werden jährlich ungefähr 3,6 Millionen Tonnen Kaffee angebaut, und es wird halt dann in Ländern konsumiert, zum Beispiel in Europa. Dann kommen wir zur relevanten und interessanten Frage: Warum trinken denn die Leute Kaffee? Also im Grunde genommen trinken ja die Leute Kaffee, beziehungsweise wollen diesen Koffein da drin haben, weil sie denken, das macht sie wach. Wirkt auch ziemlich schnell innerhalb von einer halben Stunde, und diese Wirkung dauert dann ungefähr 4 Stunden an. Aber das ist ein Irrglaube, dass das Koffein einen wach macht. Es tut nur diese Phase, in der du müde bist, nach hinten verschieben. Grund dafür, warum wir zum Beispiel müde werden, ist der Botenstoff Adenosin, die ja der Adenosinrezeptoren andocken, und ist eine Art Schutzmechanismus. Also es baut Adrenalin oder Noradrenalin zum Beispiel ab und tut halt bei Energiemangel halt das Hirn runterfahren, damit du dich auch nicht überlastest, und induziert sozusagen die Müdigkeit, damit du dich halt einfach ausruhen sollst. Also dein Körper ist überlastet, hat nicht genug Energie und braucht einfach seine Ruhephase. Deswegen werden diese Botenstoffe ausgeschieden, und Koffein zum Beispiel tut das jetzt unterbinden. Das heißt, Koffein dockt dann diese Adenosinrezeptoren an und verhindert sozusagen, dass das Adenosin da andocken kann und dass dein Körper müde wird. Und es tut dann sozusagen in deinem Körper rumzirkulieren, bis dann das Koffein weg ist und dann andocken kann. Und dann hast du, nachdem du halt nach diesen 4 Stunden zum Beispiel vom Kaffee bist, dann wieder noch schneller müde, weil der Körper dann noch mehr Adenosin dann ausstoßt, und beziehungsweise dann auch irgendwann kommt es auch zur Sucht, weil der Körper dann merkt, okay, das Adenosin ist im Blut, ist im Körper, aber es kann nicht andocken. Das heißt, der Körper reagiert darauf und es werden neue Adenosinrezeptoren hergestellt, und dann hast du halt diesen Suchtmechanismus. Das heißt, du hast immer mehr Rezeptoren, du musst immer mehr Koffein trinken, damit du immer die gleiche Wirkung bekommst, damit du halt nicht zu früh müde wirst. Also da hast du diesen Teufelskreislauf. Die Folgen, die der Kaffeekonsum mit sich bringt: vornherein, jede Bohne, die halt konsumiert wird, wird in unserem Körper sauer verstoffwechselt. Vor allem, wenn sie da auch geröstet werden, wie zum Beispiel die Kaffeebohne, da werden Acrylamide zum Beispiel hergestellt, die krebsverursachend sind. Und in einem sauren Milieu entstehen zum Beispiel Krankheiten, erzähle ich auch immer wieder in meinen Videos, auch mit den ganzen Sachen zur schleimfreien Heilkost und Alm und Erit. Empfehle ich auch wieder, meine Playlist anzuschauen, werde ich auch oben in der Infokarte verlinken, beziehungsweise in der Videobeschreibung, für all die jetzt nur auf meinem Kanal sind, damit man sich da erstmal die grundlegenden Sachen, also das Milieu ist entscheidend, wir müssen halt ein basisches Milieu aufrechterhalten, damit wir halt auch nicht diese Entgiftungserscheinungen, die wir Krankheit nennen, da bekommen. Und die meisten Leute sind ja auch chronisch übersäuert. Zusätzlich benötigt der Körper auch eine große Menge Wasser, um den Kaffee bzw. auch das Koffein zu neutralisieren. Ungefähr eine Tasse Kaffee braucht der Körper 30 Tassen Wasser, was richtig enorm ist. Und ja, Kaffee ist ein Gift bzw. auch ein Fraßschutz. Dieses Koffein schützt einfach die Früchte davor, dass die Käfer die nicht annagen, damit die Pflanze sich so besser verbreiten und vermehren kann. Und die Pflanze nutzt auch dieses Koffein auch in ihren Kaffeepads sozusagen, damit sie andere Pflanzen, sagen wir mal, vernichten kann bzw. unterdrücken kann, also dieses Pestizid sozusagen nutzt, damit sie besser wachsen kann, damit sie sich an ihrem Platz besser durchsetzen kann und so besser gedeihen kann. Der starke und erhöhte Stuhlgang bzw. auch Durchfall bei einigen Menschen kommt einfach daraus, weil, wie gerade erwähnt, Kaffee ist ein Gift und der Körper reagiert auch dementsprechend darauf, dass er dieses Gift so schnell wie möglich loswerden möchte, und das halt über den Darm. Deswegen so schnell wie möglich aus dem Darm raus, aus dem Körper. Und weil das auch ein Gift ist für den Körper und er es loswerden möchte, begibt er sich auch in den Kampf- und Fluchtmodus. Das ist eine gewisse Reaktion vom Körper,
weil er sich sozusagen in einer Gefahr- oder Angstsituation befindet. Und zusätzlich möchte er auch dazu anregen. Deswegen wird man ja auch wach, weil man halt in dieser Situation im Flucht- und Kampfmodus ist. Da möchte man ja nicht müde sein. Und der Körper möchte auch damit bezwecken, dass wir uns zum Beispiel bewegen mit der Lymphe, dass wir halt da die Sachen auch schneller rausbekommen bzw. auch schneller entgiften können. Die Menschen fühlen, dass sie mehr Energie haben durch den Kaffeekonsum, weil sie sich dadurch in einem Kampf- und Fluchtmodus befinden. Und da tut der Körper einfach so viel wie möglich Energie zu produzieren bzw. die Reize zu setzen, dass der halt aus dieser Kampf- und Fluchtsituation rauskommt. Aber danach fühlst du dich einfach platt, weil die ganzen Stresshormone abgebaut werden müssen, Adrenalin, Noradrenalin, ganzen Nebennieren arbeiten. Und der Körper möchte da dementsprechend zur Ruhe kommen und das zieht dann enorm viel Energie. Und das ist halt das Paradoxe, Kaffee gibt dir zwar anfangs diesen Reiz, dass du mehr Energie hast, es gaukelt dir vor, es würde dir Energie spenden, aber im Grunde genommen die Nachwirkungen danach sind umso fataler. Das heißt, der Kaffeekonsum nimmt dir eigentlich viel mehr Energie, wenn du nicht halt nachschüttest wegen der Entgiftung. Das klare Denken und die Ratio wird durch den Kaffeekonsum auch ziemlich stark beeinträchtigt. Kann auch dazu führen, dass man dann unlogische Entscheidungen trifft, dass man aggressiv wird, gewalttätig, auch so ein territoriales Schutzmechanismus halt auch mit hat. Also man möchte sein Territorium beschützen und man ist auch in gewisser Weise eifersüchtig. Was auch noch hyperaktiviert wird, ist unser limbisches System. Folge dessen ist einfach, dass dieser Sexualtrieb zum Beispiel erhöht wird, Fortpflanzungstrieb wird erhöht und die Leute bekommen wahrscheinlich auch Hunger, weil sie da auch dementsprechend hier mehr darauf bedacht sind, sich einen Essensvorrat zum Beispiel anzulegen, beziehungsweise mehr Ausschau nach Essen halt haben. Das hat einfach die ganze Verbindung halt mit diesem Kampf- und Fluchtmodus, dass man sich da wieder auf die, sagen wir mal, überlebensnotwendigen Sachen zurückberuft, also die Notbedürfnisse, sage ich mal, und höhere Sachen, die man im Leben anstreben möchte, mit dem logischen Denken, wenn man halt in Sicherheit ist und sich zum Beispiel über den Sinn des Lebens nachdenkt und alles mögliche, spirituelle Sachen halt einfach, dass das halt mehr in den Hintergrund gerät. Sportler und Leute, die abnehmen möchten, würde ich Kaffee oder Koffein im Allgemeinen nicht empfehlen, weil ihr halt in dieser Stresssituation seid und in dieser Stresssituation hat der Körper mehr das Verlangen, seinen Fettpolster zu erhöhen. Das heißt, er macht mehr Fetteinlagerungen und baut auch da Muskeln auf aufgrund dieses Stresses. Und da muss er auch wieder für sich selbst entscheiden, ob man sich halt diesen, zum Beispiel im Muskelaufbaubereich ist halt so, dass man da koffeinhaltige Getränke zu sich nimmt, damit man kurzfristig diesen Kick halt bekommt, damit man mehr Sachen schafft. Muss man halt da selber wissen, was man da in seinem Körper letztlich antut, weil entgiften tut er das Zeug dann so oder so. Wie gesagt, ist es sauer, es wird sauer verstoffwechselt und in einem sauren Milieu entstehen dann auch sehr viele Krankheiten, Krebse zum Beispiel, Gelenkschmerzen, Schleimausscheidungen, also ziemlich ganzen Paletten, die man auch hat an Krankheiten, beruhen ja auf diesem sauren Milieu. Und da kommen auch mal Muskelschmerzen auch mit dazu oder so Kleinigkeiten, kann man da auch damit dazu schreiben. Also könnte man, wenn man solche Probleme oder Symptome halt hat, mal schauen, ob das vielleicht eventuell an Konsum von Koffeinsachen liegt, beziehungsweise auch an Kaffee. Und auch ein interessanter Funfact nebenbei ist, dass die Antibabypille den Abbau von Koffein hemmt. Faszinierend. Im Wasser ist die Antibabypille auch schon nachweisbar. Also für die Männer, die Leitungswasser zum Beispiel trinken, bleibt auch nicht davon verschont. No! Dann kommen wir zum Anbau von Kaffee und das ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und da können sich schon viele von euch denken, das ist nicht sehr im Sinne von der Natur. Also der Kaffee ist eine Pflanze, die sehr stark gespritzt ist, wenn nicht sogar eins der meist gespritzten Pflanzen überhaupt. Da werden Pestizide, Fungizide und Herbizide einfach nur drauf geworfen, weil der Pflanze auch nicht die optimalen Bedingungen gegeben werden. Also zum Beispiel ist die Kaffeepflanze, wird halt gerne im Schatten angebaut und weil ich ja auch die Erfahrung habe, ich war auf Costa Rica auf einer Farm und da wurde auch Kaffee angebaut zum Beispiel und da habe ich gesehen, wie das halt angebaut wird. Also Kaffee soll normalerweise hinter großen Bäumen stehen, die Pflanze wird ungefähr 1,80 groß, sollte im Schatten wachsen, dann gedeiht sie am besten. Nun ist es halt so, dass sie halt direkt in die Sonne angebaut wird, dann gibt es ja hektarweise Acker, wo die Pflanze einfach der Sonne ausgesetzt wird. Folglich dazu mehr Stress, mehr Wasserverbrauch und sie ist auch ein Flachwurzler,
nur, ist eine Pflanze, die 1,80 groß wird, Flachwurzler, das heißt, die haltet auch keinen Boden weg richtig. Das heißt, wenn es mal richtig stark am Monsunregen kommt, wird der Boden nochmal zusätzlich ausgeschwemmt. Also eine Katastrophe ohne Ende, wird stark gespritzt, weil sie halt schwach ist, weil sie sehr viel Stress hat. Sie braucht sehr viel Wasser dadurch, weil sie halt so viel Stress hat, um das zu kompensieren. Wird auch gegen die ganzen Käfer und ganzen Insekten, die die Pflanze wahrscheinlich auch beseitigen wollen, gespritzt ohne Ende. Und naturnah ist das wirklich alles nicht. Also man schadet da sehr viel der Natur. Und es werden halt auch für den Anbau bzw. auch für die Ernte Erntehelfer angeschafft von anderen Ländern, die halt dann für ganz wenig Geld da den ganzen Tag arbeiten müssen. Da habe ich auch zum Teil auch Kinder gesehen, die da mitgearbeitet haben. Und ihr braucht nicht glauben, dass die Leute einen Schutzanzug anhatten, wenn sie zum Beispiel die Chemie auf die Pflanze sprühen. Das alles für ein Produkt, was so gut wie gar keinen Mehrwert bietet. Ich habe ja auch mal ein Video dazu gemacht von der Permakultur-Kaffeefarm. Und die haben da auch selbst gesagt, im Video kann ich nur empfehlen, das Ganze mal anzuschauen. Dauert eine Stunde, werde ich auch unten euch in der Videobeschreibung verlinken. Jedenfalls hat er gesagt, dass da ungefähr von der ganzen Kaffeebohne bzw. von der Kaffeepflanze ungefähr 5-10% rauskommen. Das ist dann der Kaffee, der bei uns in der Maschine landet. 5-10%, der Rest wird einfach nur weggeworfen oder ist irgendwie Müll. Also da sieht man, wie effizient das Ganze ist. Und es ist einfach nur ein Luxusgut, hat gar keinen Mehrwert, irgendwie einen Nährwert zum Beispiel oder sonst irgendwie einen Nutzen für uns. Das ist einfach nur Luxus, weil wir halt so viel unter Stress leben. Wir sind da in diesem Teufelskreislauf, was wir glauben, Kaffee schenkt uns Energie, obwohl es uns einfach Kaffee Energie nimmt. Und interessant ist halt, die Länder da, wo halt der Kaffee angebaut ist, da wird sehr vieles exportiert. Wo ich auf der Kaffeefarm zum Beispiel war, der Inhaber, der hat einfach den Kaffee angebaut, um den halt zu verkaufen. Der hat nicht mal Kaffee getrunken, er hat einfach nur den angebaut, um ihn in die Schweiz zu exportieren. Und das ist halt in sehr vielen Ländern auch so, oder auf vielen Kaffeefarmen, das ganze Zeug wird einfach nur in die Welt exportiert. Und das war's, die Länder haben dann nicht sehr viel davon, mehr oder weniger die Natur wird dadurch zerstört. Ich kann nur empfehlen, den Kaffeekonsum komplett einzustellen. Wenn man es nicht schafft, komplett auf den Kaffee zu verzichten, dann schaut man sich erstmal nach ein paar Alternativen für den Übergang an. Zum Beispiel kann man Lupinenkaffee nehmen, Eichelkaffee oder auch Wurzeln von Chicorée nutzen, um daraus Kaffee anzusetzen. Das hat man früher hier bei uns in der Region gerne gemacht, so als kleinen Booster. Was ich auch nur empfehlen kann, ist zum Beispiel Wasser mit einer Zitrone am frühen Morgen zu trinken, in Ingwer-Shot, wenn man möchte, da aber auch bitte nicht übertreiben, habe ich auch schon mal öfters mal in Videos gesagt, wie ich dazu stehe. Dann natürlich auch grüne Säfte am Morgen trinken, um den Körper halt einfach zu dehydrieren und dann zusätzlich am Morgen halt ein bisschen Sport machen, also Dehnübungen, Gymnastik, Yoga, vielleicht Muskelaufbau und Krafttraining gleich in der Früh machen, um halt aktiv zu werden und einfach den Körper in Schwung zu bekommen. Und so sind halt die nachhaltigen oder besseren Lösungen, um halt in den Schwung zu kommen, energiegeladen zu sein, anstelle euch Kaffee zuzuführen. In diesem Sinne möchte ich das Video jetzt hier beenden. Schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei, da biete ich sehr viele Kurse an, zum Beispiel auch zur schleimfreien Heilkost, 22-Tage-Challenge, Coachings, Einzelgruppen- oder Monatscoachings, Fastenbegleitungen, einfach damit ihr einen besseren Einstieg in die Gesundheit habt, ins Fasten habt, in die vegane Rohkost habt oder auch in Veganismus allgemein oder wenn ihr Probleme in der Ernährungsumstellung habt, kommt auf meine Expertise zurück. Ich helfe euch gerne, spart euch auch dementsprechend Zeit und bringt euch einfach ins nächste Level von eurer Gesundheit. Und sonst könnt ihr auch gerne auf meiner Telegram-Gruppe, Arbeitsgruppe vorbeischauen, könnt ihr euch da gerne informieren. Für einen kleinen Monatsbetrag arbeiten wir halt auch Schritt für Schritt gemeinsam zusammen, wo ihr auch eure alltäglichen Sachen damit posten könnt, wenn ihr da Probleme habt und wo wir uns auch gegenseitig unterstützen mit Erfahrungsberichten und so weiter. Schaut auch gerne auf meiner Unterstützungsseite vorbei, PayPal, Patreon, Bankverbindungen, damit ich weiterhin für euch einen Mehrwert bieten kann in Form von diesen Videos und ich auch finanziell unabhängig bin und ich weiterhin Sachen sagen kann, die ich auch sagen möchte und wir uns auch so gegenseitig unterstützen können. Also schaut auch gerne da vorbei. Vielen Dank schon mal dafür. Schaut auch gerne auf meine Playlist vorbei zur schleimfreien Heilkost und am Ende der Endkarte bzw. Infokarte werde ich euch nochmal ein paar Videos empfehlen, zum Beispiel wie du auch Fasten lernen kannst oder was du auch tun kannst, um im Winter nicht zu frieren. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.